In der Politik werden immer gerne Sündenböcke benannt, aufgeblasen zum neuen Hitler am liebsten. Also erstmal zum Vorredner, mir ist schlecht geworden, also jetzt Conchita Wurst, kann man sagen, was man will, ist ein Mensch, der als Künstler Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gebraucht hat, um sich zu... Jetzt die Hintergründe nicht, tut mir leid. So, also ich finde es, ja, aber ich wollte eigentlich über jemand anders reden. Ich habe auf der Website, also auf Facebook, hier bei der Mahnwache, hat jemand gepostet. Ich habe dann mal geguckt, was schreibt der so, und kam dann auf einen Post, wo er schrieb, ja, der Gaddafi ist wie Hitler. Ja, ist schon ein bisschen her. Ich habe dann selber was gepostet, und zwar... Es gibt etwas, das nennt sich Human Development Index. Da wird geguckt, okay, wie ist die Relation von Kosten, von Bildung, wie geht es Leuten in einem Land? Ja? Wie geht es Leuten? Und den Leuten in Libyen ging es sehr gut. Denen ging es besser als irgendjemand anders in Afrika. Ihr Lebensstandard war auf europäischem Niveau. Ja. So. Jetzt kann man sagen, Gaddafi hat Leute foltern lassen. Ja. Da sind Leute gestorben. Ja. Das waren bestimmt einige hundert, vielleicht auch ein paar tausend. Was wir jetzt haben, ist ein Failed State. Das sieht aus wie im Irak. Es ist eine verwüstete Somalia-ähnliche Zone. Unter Gaddafi gab es sehr viel Frauen, sehr viel Frauenrechte, sehr viel Frauen vor allem, wollte ich jetzt sagen, die im universitären Bereich gearbeitet haben. Es gab das Großkapital war in Hand des Staates, wenn man so will, aber es gab massenweise kleine Nähereien, Kleinbetriebe, die, solange sie nicht größer wurden als 12 Angestellte, konnten die eigentlich machen, was sie wollten. Ja. Also das ist ein Land, wo man, wenn man sich jetzt anguckt, mit Hartz IV, wie es in Deutschland aussieht, in diesem Land war es so, eine Familie, also wenn ein junger Mann und eine junge Dame geheiratet haben, haben sie 50.000 Dollar umgerechnet gekriegt. Pro Kind gab es dann auch nochmal 5.000 als Zuschuss, und also extrem soziales Land, das heißt, das Öl, natürlich hat sich der Gaddafi irgendwo in Millionen in die Tasche gewirtschaftet, nur wenn man diese Millionen vergleicht zu den Abermilliarden, die in die Ökonomie gingen, dann war das im Promillebereich. Dasselbe kann man jetzt nochmal sagen zum Irak. Ja, das größte Verbrechen von Saddam war nicht 20.000 Kurden zu ermorden oder einige 10.000 Leute foltern zu lassen. Das größte Verbrechen war der Krieg gegen den Iran, den er mit Geld im Auftrag der USA geführt hat, wo Millionen umgekommen sind. Ja. Also Krieg wird immer gerechtfertigt, ein neuer Hitler, ein neuer Hitler, ein neuer Hitler. Ja. Also, da sollte man nicht mehr drauf reinfallen, und man sollte auch mal gucken, die Leute, die heute wieder hetzen, was haben sie denn jetzt beispielsweise zu Libyen gesagt oder was haben sie zum Irak gesagt? Ja, über 50% Frauenanteil an Universitäten im Irak für heute ja, ein verwüstetes Land, wo Frauen nicht mal mehr zur Schule gehen können von den Irak. Das war es eigentlich schon. Danke. Aus gegebenen Anlass möchte ich noch einmal darauf hinweisen, und ich werde wirklich buchstäublich bis Willen, wenn das nicht einhalten wird. Open Mic bedeutet auch, man lässt die Leute ausreden, die wir sprechen. Ausreden aus dem Grund, weil man oft die Argumentationskette nicht verstehen kann, wenn zwischendurch jemand reinspricht oder reinredet, weil er glaubt, er weiß besser. Das meine ich ganz ernst. Lasst die Leute ausreden. Wenn jemand eine Gegenstimme hat, eine oppositionelle Stimme, kann er sich melden und diese anschließend anbringen.
Aber anders geht das einfach nicht. Danke.